Ein neuer Tag in Bloxburg. Ich habe einfach mal ein neues Haus und ich freue mich mega. Aber jetzt möchte ich erstmal die Gegend von Bloxburg erkunden. Und darum steige ich in meinen Sportwagen ein und fahre einfach mal los. Bloxburg ist nämlich voll die schöne Stadt. Mal gucken, was ich hier so alles erleben werde. Also das hier ist auf jeden Fall die Innenstadt, aber ich möchte mal gucken, welche Nachbarn ich hier so habe. Oh, was ist das denn für ein Haus? Das sieht ja mal mega cool aus. Und da stehen ja sogar Leute vor. Wie cool. Da muss ich direkt mal zuhören. Herzlich willkommen im Hotel für Reiche. Ja, hallo, ich bin reich. Und ich bin auch reich. Sehr gut. Wenn Sie reich sind, dürfen Sie eintreten. Ja, Urlaub für Reiche. Juhu, ich bin reich, ja. Was? Da sind reiche Leute? Oh, da will ich mitmachen. Hey, mein Name ist Aberorg. Darf ich auch in das Hotel? Bist du denn auch reich? Natürlich bin ich reich. Das glaube ich dir nicht. Du darfst nicht reinkommen. Das reiche Hotel ist für dich geschlossen. Oh Mann, ey. Jetzt sind da die reichen Leute. Ich dachte, Bloxburg wäre cool. So, dann zeige ich euch jetzt mal eure Zimmer. Bitte mitkommen. Yay. Juhu. Also Leute, wenn ich mir dieses Hotel so anschaue, finde ich das irgendwie sass. Und außerdem möchte ich meinen Urlaub in einem reichen Hotel machen. Aber wenn man da nur reinkommt, wenn man auch reich aussieht, dann ist das voll blöd, ey. Dann muss ich mich, glaube ich, auch einfach mal reich anziehen und undercover gehen. Darum fahre ich jetzt zu mir nach Hause und ziehe mich um. So, hier vorne steht mein Zuhause und hier gehe ich jetzt rein. Ich brauche ja gar nicht in der Garage parken, weil ich da gleich wieder losfahre. Dann gehe ich hier durch die Garage in mein Haus, in mein Zimmer rein und hier steht ein Schrank. Nee, warte, wo habe ich meinen Schrank hingestellt? Den habe ich hier hingestellt und jetzt ziehe ich mich um. Jetzt sehe ich doch gleich schon viel reicher aus. Damit kann ich im reichen Hotel undercover gehen und vielleicht den ein oder anderen Luxusurlaub erleben. Das wäre doch einfach mega. So, darum schließe ich jetzt einfach mal die Tür, setze mich in meinen Sportwagen und ich fahre zurück zu dem reichen Hotel. Ich bin jeden Moment da. Hier vorne ist das reichen Hotel auch schon. Ich parke direkt einfach mal rückwärts ein, weil rückwärts einparken ist viel cooler als vorwärts einparken. Und dann gehe ich mal zur Rezeption. Oh, da sitzt auch schon wieder die Frau. Ey, Mann, ich mach die Tür hier auf. Hey, mein Name ist nicht Aberorg, aber ich bin mega reich. Darf ich hier ein paar Tage verbringen? Hallo, herzlich willkommen. Na klar. Wenn du reich bist, zeige ich dir dein Zimmer. Komm mit. Das ging ja einfach. Okay, dann darf ich hier einfach so durch das Hotel durchlaufen. Also Grand Hotel, das sieht mega fresh hier aus, aber ich denke mal, ich habe gleich noch Zeit, das Hotel zu besichtigen. Ich laufe jetzt einfach hier mal zu meinem Zimmer. Wo ist denn das? Ach, hier, oder? Ja, genau, dein Zimmer ist hier. Wow, so sieht also ein Hotel aus, wenn man richtig viel Geld hat. Also das ist echt fresh. Oh, dann viel Spaß hier. Ich mach die Tür mal zu und dann lasse ich sie mal alleine und ja, ich geh mal weg. Jetzt bin ich hier ganz alleine in meinem Hotelzimmer, aber ich will mal gucken, wo die anderen Gäste sind. Denn ganz alleine ist es auch ein bisschen langweilig. Also, hier ist das nächste Zimmer und oh, da ist auf jeden Fall ein Gast, ist er auf jeden Fall. Und ich glaube, ich sehe da noch eine andere. Warte, sehe ich da noch eine andere? Ja, tatsächlich, okay, da läuft noch eine andere rum. Aber warum sind das denn nur zwei Zimmer? Wo sind denn die anderen Zimmer vom Hotel? Also, haben wir hier nur zwei Zimmer? Das ist ja mal extrem sass. So, ich gehe dann mal zu den Gästen und sag ihnen, dass das Essen fertig ist. Lalalalalalala, schnell Bescheid sagen. Ine, mine, mu, ich weiß nicht, warum ich das sage, aber du bist cool. Klopf, klopf. Oh Mann, da klopft jemand. Ich war gerade am Kacken. Mann, ey. Ich wasche doch eben schnell die Hände und dann komme ich. Oh Mann, was gibt's denn? Wer ist denn da an der Tür? Oh, das ist wieder die Frau von der Rezeption. Was gibt's denn? Essen ist fertig. Bitte kommen. Jetzt schon essen? Okay. Oh Mann, da lerne ich wenigstens die anderen Leute kennen, wenn ich hier in den Speisesaal gehe. Oh, ich bin anscheinend der Erste.
Hey, warum bin ich denn der Erste? Hier sind doch noch andere Gäste. Andere Gäste? Nein, da musst du dich versehen haben. Dieser Tisch ist für dich. Nimm mir bitte Platz. Okay, hier sind keine anderen Gäste. Aber ich könnte schwören, dass ich da gerade noch welche gesehen habe. Ach so, ja, also wir hatten gerade noch welche, aber die sind abgereist. Dein Essen kommt sofort. Yeah, bitteschön, dein Essen. So, das gibt einen leckeren Salat. Lass ihn dir schmecken. Okay, dann esse ich meinen Salat. Lecker Schmecker. Oh, der schmeckt echt mega gut. Also ich muss sagen, das Essen hier im Luxushotel, das ist mega gut. Verhungern tue ich hier definitiv nicht. Das Essen ist mega lecker Schmecker. Boah, jetzt bin ich pappsatt. Ich habe die komplette Schüssel aufgegessen. Oh Mann, ey. Du Amok, dann habe ich jetzt nochmal hier für dich was lecker Schmeckeres. Dein Nachtisch ist fertig. Hey, bitteschön. Ich nehme mal hier den Salat mit und ja. Oh, vielen Dank, Pancakes. Hä, was war das denn? Hilfe! Haben Sie das auch gehört? Das sind Hilferufe. Was? Das sollen Hilferufe sein? Nein! Keine Angst, das ist unsere neue Kaffeemaschine. Oh Mann, ey. Das glaube ich jetzt mal. Zumindest tue ich so, weil ich fand das Hotel schon von Anfang an sass. Aber jetzt esse ich erstmal die lecker Schmecker Pancakes. Die waren lecker. Und jetzt gehe ich zu mir in mein Zimmer. Und ich denke, ich muss mich ein bisschen ausruhen. Also gehe ich jetzt hier in mein Zimmer. Bin nämlich auch schon echt müde. So, ich lege mich hier hin und ich schlafe eine Runde. Miam, 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 miam. Oh, zum Glück habe ich mein Aberorg-Kuscheltier am Start. Damit kann ich immer richtig schön gemütlich schlafen. Oh, ich mag das richtig gerne. Und wenn du dieses Kuscheltier auch haben möchtest, schau doch mal bei www.aberorg.shop vorbei. Da kannst du es kaufen. Also hiermit kann ich gleich viel besser schlafen. Hilfe! 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 Was war das denn? Oh, was waren das für Hilferufe? Das ist extrem sass und das ist hier ziemlich dunkel im Hotel. Irgendwas geht hier garantiert nicht mit rechten Dingen zu. Ich muss mich hier auf jeden Fall umschauen. Das waren Hilferufe. Ich habe Hilferufe gehört. Oh Mann, warum passiert mir so immer? Warum passiert mir immer sowas, wollte ich sagen? Oh Mann, ey. Oh, das ist ganz schön gruselig hier im Hotel, wo man sich nicht auskennt. Rumzulaufen. Da hinten ist noch Licht an. Da hinten ist noch Licht an. Was ist da denn los? Sonst ist überall Licht aus. Aber hier vorne ist Licht an. Also irgendwas geht hier mit dem Speisesaal vor sich. Hier habe ich auch jetzt das erste Mal die Hilferufe gehört. Okay, also ich muss, glaube ich, in die Küche reingehen, weil diese Räume, die waren überhaupt nicht sass. Die Küche habe ich noch nicht gesehen. Das heißt, ich gehe jetzt rein. Hallo, läuft da jemand rum? Schnell verstecken, schnell verstecken, schnell verstecken. Hier hinter der Blume verstecken, oh mein Gott. Also irgendwas habe ich hier doch gehört. Leute, 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 oh, schnell komm. Oh, sie guckt, schnell. Schnell komm. Da war doch was, da war definitiv jemand. Nein, ich schaff's nicht mehr rechtzeitig nach oben. Ich muss mich hier verstecken, hinter der Blume. Ich bin hinter der Blume. Also ich glaube, hier ist ein Einbrecher. Irgendwo hier muss ein Einbrecher sein, aber leider ist es so dunkel. Ich erkenne gar nichts mehr. Ich gehe mal nach oben zu den Gästen. Leute, was sehe ich hier denn? Hier ist ein Knopf. Soll ich draufdrücken? Soll ich auf den Knopf draufdrücken? Okay, ich mach's jetzt einfach. Nee, da oben ist auch niemand. Oh Mann, nee, wo sind die denn? Mist, ich wollte gerade auf den Knopf draufdrücken. Oh, jetzt ist die Bedienung hier wieder. Die Rezeptionistin ist hier, läuft hier wieder rum. Oh Mann, ey. Das ist etwas, was ich morgen definitiv überprüfen muss. Ich glaube, ich sollte jetzt schnell in mein Zimmer gehen, damit ich nicht auffliege. Oh Mann, schnell wieder ins Bett und schnell schlafen. Njam, njam, njam. Guten Morgen, Bloxburg. Ich habe richtig gut geschlafen, aber morgens das Erste, was ich mache, ist erstmal auf ein Scheißhaus gehen und erstmal eine richtige Wurst abseilen. Ha, da fühlt man sich doch gleich erleichtert. Guten Morgen, Amok, aufstehen, Essen ist fertig.
Ja, ich komme gleich. Ich habe Verstopfung. Leute, das ist nur eine Ausrede, weil ich finde die Bedienung hier, die Rezeptionistin, extrem sass. Naja, ich wasche mir jetzt erstmal die Hände und ich hoffe, dass sie da gleich wegläuft. Ich sehe sie da noch so ein bisschen am Fenster. Oh Mann. Na gut, dann komme ich später nochmal wieder. Boah, endlich ist die Schrulle weg. Ich habe gar keinen Bock mehr auf die. Oh Mann, ey. Okay, ich muss mir eigentlich mal mein Hotelzimmer ein bisschen besser angucken. Also irgendwie, dafür, dass es ein Luxushotel ist, ist hier auf jeden Fall ziemlich wenig Luxus am Start. Ich hätte hier noch einen Computer oder sowas erwartet. Und ja, das Bett ist halt cool und das Badezimmer ist definitiv echt mega fresh. Aber die Einrichtung hier zum Beispiel, die ist überhaupt nicht... Oh, was zum... Ich wollte gerade sagen, hier steht gar nichts, nicht meine Blume. Oh, hier ist eine Falltür. Nein, 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 nein. Nein, 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 bitte nicht. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Das kann nicht sein. Mann, warum habe ich immer so ein Pech? Mir kam das verdächtig vor und ich wollte einfach mal einen Luxusurlaub haben. Und jetzt bin ich hier schon wieder bei irgendeiner Geschichte, wo eine Falltür am Start ist, wo die Rezeptionistin sass ist. Oh, Mann. Mann, okay, das ist wenigstens nur ein kleiner Raum. Oh, hier ist wieder ein Schalter. So wie draußen im Foyer, wo ich heute Nacht auch drücken wollte. Soll ich draufdrücken, Leute? Soll ich draufdrücken? Oh Mann, Da gerate ich nur in Schlamassel. Ich glaube, ich drücke nicht drauf. Schreibt's in die Kommentare, wenn ich auf diesen Schalter drücken soll. Ich gebe euch jetzt 5 Sekunden Zeit. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, die meisten sind dafür, dass ich da drauf drücke. Ich will da nicht drauf drücken. Ich will da nicht drauf drücken. Okay, dann drücke ich da drauf. Ist das eine Geheimtür? Oh mein Gott, mit einem Geheimgang. Der endet hier einfach. Oh, da ist eine andere Tür. Da ist noch eine andere Tür. Okay, ich mach diese Tür zu. Nein, 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 nein. Okay, ich drück drauf, Leute. Ich drück drauf. Und was ist jetzt denn hier? Wo bin ich jetzt hier? Wo bin ich jetzt denn hier? Wo bin ich jetzt denn hier? Oh mein Gott, was ist das denn hier? Oh, hey, Leute! Oh mein Gott, hey, hallo, bitte hilf uns! Oh mein Gott, du bist ein anderer Gast! Was ist los? Warum soll ich euch helfen? So, warum seid ihr eingesperrt? Das ist ein Knast! Ja, die Frau von der Rezeption hat uns eingesperrt. Bitte mach die Tür auf! Ja, bitte, wir müssen hier arbeiten. Ja, 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 ja. Ich mach die Tür sofort auf. Los, 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 los. Ja, danke, danke, danke. Endlich sind wir frei. Juhu. Oh mein Gott. Was ist passiert? Was ist los? Warum seid ihr hier im Knast? Warum seid ihr in der Küche eingesperrt? Die Rezeptionistin möchte Geld sparen und jeder, der hier die Rechnung nicht bezahlen kann, der muss als Sklave hier arbeiten. Sie hat uns eines Nachts einfach aus unserem Hotelzimmer entführt. Und dann hier eingesperrt, weil wir die Rechnung nicht bezahlen konnten. Das müssen wir sofort der Polizei melden. Wie können wir denn hier nur aus dem Hotel entkommen? Wir müssen uns beeilen. Sofort kommt die Rezeptionistin, die kontrolliert uns immer. Wir müssen durch den Geheimgang, durch den du auch hier reingekommen bist. Schnell, schnell. Oh mein Gott, das ist ja so heftig. Was sehe ich hier denn? Ah, schnell wegrennen. Ihr seid meine Sklaven! Nein, 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 nein! Oh, hier ist eine Sackgasse, Mist! Oh nein, was machen wir denn jetzt? Mist, Mann, wir werden für immer hier im Hotel gefangen sein! Nein, 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 das kann nicht sein, das kann nicht sein! Oh, hier ist ein Knopf, hier ist ein Knopf! Das ist ein Geheimgang, los, Leute! Oh, der kommt hier raus, der kommt hier raus! Schnell, 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 schnell abhauen! Los, die Tür öffnen und schnell raus hier! Ja, schnell raus hier! Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Schnell, 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 schnell. Steig zu mir ins Auto. Wir hauen ab. Ja, let's go. Schnell los. Oh, da ist sie. Oh mein Gott, die Frau ist uns... Oh nein, jetzt bin ich hier gegengefahren. Schnell, 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 schnell. Die Frau ist uns noch hinterhergerannt. Haha, schnell weg. Mist, jetzt habe ich keine kostenlosen Mitarbeiter mehr. Oh Mann, Leute, das war ja mal ein richtig krasses Erlebnis. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Abo da. Schreib mir in die Kommentare, ob ich mehr Bloxburg-Roleplays machen soll. Das würde mich mega interessieren. Und schau dir auch auf jeden Fall das Video auf der rechten Seite an.
Hier habe ich nämlich in Brookhaven ein 1-Sterne-VS-5-Sterne-Hotel Vergleich gemacht. Und ich kann dir sagen, diese Hotels, die waren auch crazy. Also schau dir das Video auf der rechten Seite an. Bis gleich und ciao.